Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um meinen Delay Sports Mod. Viele haben im letzten Video geschrieben, ob ich den Mod nicht einfach rausbringen kann. Das wollte ich damals aber nicht machen, da ich mit dem Kader zum Beispiel nicht zufrieden war. Jetzt allerdings habe ich mir mal die Zeit genommen, den ganzen Kader gemacht. Vielleicht fehlen 1, 2, 3 Leute. Wenn nicht, könnt ihr die selber erstellen. Die sind von mir auch nur erstellt. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was so enthalten ist und danach zeige ich euch, wie man es installiert. Wir fangen an, ihr merkt vielleicht, wir sind hier in der rumänischen Liga. Delay Sports Berlin hat einen rumänischen Verein ersetzt. Deswegen für Leute, die rumänische Liga gerne spielen oder das irgendwie beobachten, tut es mir leid. Delay Sports ist halt jetzt drin. Die erste Sache, die ich ein bisschen cooler fand, war, dass ich die Trikots von Delay Sports für die nächste Saison predicted habe. Aufgrund des Trainingsanzugs, was Eli bei der einen Fußball-Challenge anhatte, habe ich jetzt einfach mal Trikots erstellt, die ich mir vorstellen könnte, die Delay Sports nächstes Jahr tragen wird. Die kriegen ja eigene Trikots von Adidas, was ich richtig cool finde. Und wir gehen rein, ich zeige euch die erstmal. Ihr müsst wissen, ich bin jetzt auch nicht der krasseste Modmacher. Es ist nicht der perfekteste Mod der Welt. Ich kenne mich mit sowas nicht so dolle aus wie ein Slim Ontario, der den EEP-Mod gemacht hat, wo man die Regionalliga spielt. Deswegen zum Beispiel dieses Badge auf dem Ärmel, dieses rote Symbol. Ich weiß gar nicht, wie das weggeht, zum Beispiel. Deswegen bitte seid nicht zu penibel. Es ist ein kleiner Mod. Wer Bock drauf hat, kann ihn spielen, wenn nicht, dann nicht. Und so kann ich mir vorstellen, sehen die Delay Sports Trikots nächstes Jahr aus. Ich habe den Farbton, wie gesagt, aus diesem Trainingsanzug genommen. So ein dunkleres Blau als Hauptfarbe und dann so ein bisschen helleres Blau an dem Kragen. Und das hier sind dann die Auswärtstrikots, relativ unspektakulär. Ich habe aber das Adidas Logo zum Beispiel gesehen, dass das auf dem Trainingsanzug auch ohne die Schrift darunter ist. Deswegen, da bin ich mir relativ safe, dass es das sein wird. Und jetzt gucken wir uns mal den Kader an, den ich jetzt ein bisschen verändert habe, beziehungsweise die Gesamtstärken. Ich habe versucht, dass die maximale Gesamtstärke, die man so haben kann, so eine 50 ist, dachte ich mir. Oder so in dem Segment. Fragt mich nicht, warum Michael Kiemere hier so ein Bild hat. Das habe ich nicht zu verantworten. Das war einfach FIFA, weil ich relativ viele Spieler erstellt habe. Da passiert das manchmal, dass irgendwelche Spielerbilder da reinrutschen. Ja, wie gesagt, 50 war so die Gesamtstärke, die ich so am höchsten packen wollte. Bei manchen war es aber ein bisschen schwierig, weil, keine Ahnung, einen Sydney Friede wollte ich dann manche Attribute halt einfach noch relativ hoch lassen. Ja, das aber im Großen und Ganzen der Kader. Das Torwarttrikot habe ich übrigens auch gemacht. Hier drei Torhüter drin. Aber bei vielen Spielern sind die Bewertungen auch komplett random, wenn ich ganz ehrlich bin. Ihr könnt das gerne verändern, wie ihr wollt. Mir ist das relativ rille. Und ich würde sagen, einfach aus Spaß gehen wir mal in ein Spiel rein. Und danach, um euch das noch ein bisschen näher zu bringen, zeige ich euch auch noch den Karrieremodus mit Delay Sports. Dann werde ich einfach Delay Sports mal in die dritte Liga packen, zeige euch auch, wie das geht. Und dann beobachten, wie die sich entwickeln. Denn theoretisch hat hier jeder Spieler ein 99er Potenzial. Das liegt daran, dass das bei erstellten Spielern einfach so ist. Hätte ich jetzt auch verändern können, aber ich dachte mir, ja komm, vielleicht macht es dann auch sogar mehr Spaß. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein in das Spiel, denn da will ich euch noch ein bisschen was vom Mod zeigen. So, ich habe jetzt einfach mal St. Pauli genommen, ist scheißegal. Ihr seht da zum Beispiel im Hintergrund Banner, die mit drin sind, die ich selber erstellt habe. Das ist aber auch schon ein Dreivierteljahr her, als ich das gemacht habe. Das sind nicht die neuesten Sachen. Aber irgendwelche Sachen musste ich damit reinmachen. Wir gehen rein. Und ihr werdet euch auch gleich fragen, hä, warum ist denn das so einfach? Das macht doch gar keinen Spaß, Michi. Was ist das? Was soll das? Und ihr werdet es gleich mitbekommen, warum. Denn ich will euch eigentlich nur eine Sache zeigen. Genau das will ich euch zeigen. Ich glaube, ihr hört's, oder? Ich glaube schon. Ja, es ist auf dem PC möglich, Torhymnen ins Spiel zu modden. Und welche hätte ich sonst nehmen sollen, wenn nicht die hier? Partysau von Malle Galle. Ist auch wirklich passend als Torhymne, muss ich sagen. Und hier seht ihr nochmal in der Nahaufnahme die Trikots. Ich finde sie nice. Und jetzt gehen wir rüber in Karrieremodus. Eli zu erstellen war übrigens richtig schwer, weil die Frisur gibt es halt nirgendwo. Eigentlich müsst ihr zum nächsten FIFA rein, so viele wie die in echt tragen. Falls ihr übrigens in irgendeiner Karriere auch mal neue Trikots sehen wollt, in jeder Saison, ich habe eine Lok Leipzig Karriere, die spielen in der Regionalliga, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da gibt es jedes Jahr für jeden Verein neue Trikots. Ich finde das sehr, sehr sick, wir sind auch schon relativ weit, schaut gerne vorbei. Falls ihr euch fragt, warum ich das hier nicht so gemacht habe, dass man in der Regionalliga starten kann, der Mod ist nicht von mir und ich weiß auch nicht, wie es geht, dass man die dann in die Regionalliga kriegt, deswegen musste ich so machen. So, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, hä, warum sind die nicht direkt in der dritten Liga? Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich bin nicht so begabt, was Modden angeht, aber es gibt trotzdem eine Möglichkeit, sie in die deutsche dritte Liga zu verfrachten. Man kann nämlich unten links, seht ihr es,
Dreieck drücken oder je nachdem, was bei euch halt steht, und Teams tauschen, und dann könnt ihr einen Verein aus der dritten Liga einfach nehmen und wegpacken. Wir machen es jetzt einfach mal mit Dortmund 2, gehen in die rumänische Liga, das Delay Sports Berlin, packen sie in diese Liga, und jetzt müsst ihr sie trotzdem nicht nehmen, also ich werde sie halt jetzt nicht nehmen. Ihr könnt sie nehmen, natürlich. Ich nehme jetzt einfach mal Freiburg 2, um zu beobachten, wie sich der Club jetzt über die Jahre macht in der dritten Liga, wer so dazukommt, wer nicht. Und dann sehen wir mal. Auch am Gründungsjahr und sowas seht ihr, dass ich kein krasser Modder bin. Ich weiß nicht, wie sowas geht. Aber ich wollte euch das trotzdem irgendwie zur Verfügung stellen. Auch deswegen habe ich so lange gezögert, das überhaupt öffentlich zu machen. Aber ich denke mal, ist trotzdem was Cooles. Ich meine, da unten steht Stadt Cluj. Wahrscheinlich. Das Heimtrikot ist eigentlich das Auswärtstrikot und andersrum und so weiter und so fort. Naja. So, wir gehen rein. So, die erste Saisonhälfte hier ist rum. Für Delay Sports lief es nicht gut. 8 Punkte hat man, 2 Sieger bei Men, schlechteste Defensive der Liga mit 47 Gegentoren. Wir gucken mal, wer bei denen so performt hat. So, wir gehen nach Einsätzen, und die meisten Einsätze hat tatsächlich Julius Nissle mit 18 zusammen mit Frederik Mittelstädt und so weiter und so fort. Seht ihr, hier sind einige. Bester Torschütze Jonas Rohana mit einer 46 hier. Sidney Friede auch mit 3 Toren und 1 Vorlage. Jeffrey Kania mit 6 Toren und 3 Vorlagen. Und wo ist der Botschafter hier? 8 Spiele, 1 Tor. Ja, in echt hat er eine bessere Quote. Michael noch mit 2 Toren. Und sonst haben sie irgendwie ein Neues dazu geholt. Sieht nicht so aus, glaube ich. Nee, kein neuer Spieler dabei. Wir gehen weiter. Dadurch, dass es hier keine Regionalliga gibt, im Gegensatz zu meiner Karriere, kann man hier ja sowieso nicht absteigen. Deswegen eigentlich nicht schlimm. Wir gehen weiter. Ich wurde übrigens gefeuert bei Freiburg 2 und von Delay Sports eingestellt. Ich muss bald wieder einen neuen Verein suchen, weil ich will ja, dass die Transfers selber machen. Allerdings kann ich kurz mal reinluschern und sehe, dass Sydney einfach eine 60er Gesamtstärke hat inzwischen. Da ballert das Potenzial auf jeden Fall gut rein. Und er ist im Verein seit 1900. Wahrscheinlich, oder? Wir befinden uns am Ende der ersten Saison. Ich bin wieder zurück bei Freiburg 2 und kann nicht gefeuert werden. Delay Sports auf Rang 20. Haben aber dann doch noch ein paar Punkte geholt. 7 Siege insgesamt, 27 Punkte. Und wir gucken mal wieder in den Kader rein. Ich bin ja vor allem gespannt darauf, wenn die ersten Transfers passieren. Bin ich ehrlich. Bester Torschütze bleibt Jeffrey Kania. Sidney Friede mit 5 Toren und 1 Vorlage. Mit einer 62 inzwischen. Hilfe. Und Eli hat noch 4 Buden draufgelegt, steht jetzt bei 5. Sonst seht ihr hier so die Topscorer. Die meisten Vorlagen hat Jonas Rohana gegeben. Bilal auch als Ex-Profi, 1 Tor, 2 Vorlagen. Gar nicht so stark. Ich würde sagen, wir springen ans Ende der nächsten Saison und gucken mal, ob irgendwas im Kader vielleicht auch passiert. So, die zweite Saison ist rum und wir stehen mit Freiburg 2 auf Rang 6. Okay. Delay Sports weiterhin nur auf Rang 20. Schade, ich dachte irgendwie, vielleicht holen sie sich mal irgendwelche Leute dazu und dann läuft's. Bester Torschütze in dieser Saison ist Michael. Das mit dem Bild verwirrt mich. Und der ist extrem schnell geworden. Hilfe! Sie haben einen Neuzugang. Konan Noonan, der 6-mal getroffen hat. Eli hat 4 Tore und 4 Vorlagen. Sidney nur 1 Tor. Hat sich aber auf die 66 entwickelt. Also langsam wird der Kader immer besser. Und ich verstehe nicht, warum die Ergebnisse dann so schlecht sind. Aber gut, wir gehen in die nächste Saison und sehen uns dann da am Ende. Vielleicht skippe ich sogar noch eine Saison. Einfach mal, falls sie jetzt wieder 20. werden, dann ist halt langweilig. Ja. Mal gucken. Ich bin inzwischen 2 Saisons weiter und Delay Sports steht das erste Mal nicht auf Rang 20, sondern auf Rang 18. Das wäre zwar immer noch ein Abstiegsplatz, aber naja. 42 Tore gemacht, 60 kassiert, 10 Siege gefeiert und wir gucken uns mal den Kader an. Die Frage ist jetzt natürlich, ob das eine Ausnahme ist oder ob das wirklich ein Indikator dafür ist, dass die Mannschaft besser wird. Jonas Rohana weiterhin der beste Torschütze mit 13 Buden und 5 Vorlagen, absoluter Topscorer. Boah, der hat inzwischen auch eine 71. Wie gesagt, die haben alle ein Potenzial von 99, weil ich die erstellt habe. Aber trotzdem, das ist heftig. Michael inzwischen auch auf der 91 und guckt mal, wie schnell der ist. Sidney hat die 72 erreicht, also langsam ist der Kader wirklich richtig stark. Julius auf der 66, Eli auf der 60. Aber was ist denn mit Bilal? Bilal entwickelt sich irgendwie nicht, ist auf der 53. Alieu hat eine 74, also langsam macht sich der Kader. Und sie haben auch einen neuen Spieler, Mike Maloney ist ein Jugendspieler. Sonst ist aber echt wenig im Kader passiert. Wir gehen mal noch ein, zwei Saisons weiter, mal gucken. Perfekt, die Delay Sports wieder zurück auf 20. Muss los. Ich muss aber sagen, das macht wenig Sinn, wenn man sich den Kader anguckt. Guckt euch mal die Gesamtstärken hier einfach mal durch. Die sind gar nicht mehr so schlecht. Können wahrscheinlich am Torwart liegen. Vielleicht sollten sie sich mal einen Torwart holen, weil die Torhüter können sich nicht so gut entwickeln, glaube ich. Das könnte es vielleicht sein. Obwohl, der hat inzwischen auch eine 65. Ja, also, schwer. Eine Saison später steht Delay Sports wieder auf Rang 18 und ich frage mich wieder, ob das ein Ausreißer ist oder nicht. Wenn jetzt keine Ausreißer mehr kommen, wird es das hier erstmal gewesen sein. Wir gucken trotzdem nochmal in den Kader. Also wenn sie nächste Saison wieder 20. sind, dann blase ich das hier ab. Bester Torschütze bleibt Jonas Rohana und der hat inzwischen eine 77 und ich verstehe nicht, warum man damit nicht aufsteigt. Er hier hat inzwischen eine 80, Michael bleibt bei einer 71, Sidney bleibt bei der 72, aber das muss alles ausreichen eigentlich. Aber die holen auch keine Leute dazu, das verstehe ich nicht so ganz. Ja, ich glaube, das wird es wahrscheinlich gewesen sein.
Wenn es nächste Saison irgendwas Krasses gibt, zeige ich es euch, aber sonst wird es das gewesen sein und ich zeige euch noch ein bisschen was zur Installation. Aha, das allererste Mal ist D-Lay Sports 10. in der Liga mit 53 Punkten. Das wäre im Jahre 2029 und Meppen gewinnt die 3. Liga. Das ist auch was ganz Weirdes. Top-Torschütze bleibt Jonas Rohana mit einer 79. Dennis Müller hat eine 83. Wahrscheinlich, weil die alle so relativ jung waren. Michael bleibt auf der 71, Sydney auf der 72. Und sonst hat sich hier keiner groß verändert. Moment. Eli spielt nicht mehr. Der spielt hier nicht mehr. WTF. Eli ist einfach freier Spieler. Der ist jetzt nur noch am Stream. Der Mann hat losgelassen. Ach krass, ey. Genauso einfach Alieu. Vor allem einer der besten Spieler von denen ist jetzt nicht mehr im Kader. Und sie spielen die mitbeste Saison, die sie bisher gespielt haben. Muss ich nicht verstehen. So, die letzte Saison, die ich mir jetzt angeguckt habe, war glaube ich 2030 und der Kader hat sich doch mal relativ krass verändert. Sydney ist einfach der beste Torschütze, hat immer nur 72. Einer der wenigen, die geblieben sind. Stefan Maderer ist dann der zweitbeste Torschütze. Ich kenne ihn nicht, keine Ahnung. Aber ihr seht ja, dass ja einige neue Leute dabei sind. Platz 19 war es dann am Ende. Naja. Um den Mod zu benutzen, müsst ihr dann einfach diesen Mod hier in den FIFA Mod Manager einfügen und die Squads-Datei bei euch reinladen und dann halt die neueste Datei auswählen. Für die ganz Losten zeige ich es auch nochmal im Mod Manager. Ihr öffnet den Mod Manager, gebt dann den Encryption Key ein, den ich euch in die Beschreibung tue. Dann drückt ihr einfach auf Import Mods, geht auf den Ordner, wo ihr den Mod installiert habt, drückt drauf, drückt auf Apply Mods und dann habt ihr das drinne. Könnt auf Launch drücken und dann geht's los. Dann habt ihr hier quasi schon mal die Trikots und müsst nur noch die Squads-Datei in die Settings laden. Okay Leute, ich kann es irgendwie nicht benennen, aber schiebt das einfach in euren Settings-Ordner und nehmt dann das neueste Mannschaften 1, was ihr finden könnt, weil ihr es ja gerade reingezogen habt. Beziehungsweise weil ihr es gerade entpackt habt oder runtergeladen oder was auch immer. Das mit dem neuesten Datum wird es sein. Außer ihr habt irgendwie in der Zwischenzeit noch was gemacht. Aber wenn ihr es ja gerade alles gleichzeitig befolgt, dann nehmt das neueste. Wir drücken mal drauf. Und genau, dann sind hier die ganzen erstellten Spieler auf jeden Fall drinne. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es funktioniert bei euch. Ich kann jetzt leider auch überhaupt nicht helfen, also falls ihr irgendwelche Fragen habt, ich versuche in den Kommentaren zu antworten, wie es geht, aber ich bin jetzt erstmal die nächsten Wochen wirklich gut verplant. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß damit. Haut rein. Bis dann.